Okay, Leute, wie ihr seht, ich schwitze schon wie ein Schwein. In Berlin ist es übertrieben krass warm. Wir trinken jetzt einen Booster. Ja. Cheers. So. Und dann geht's ab wieder ins Gym. Heute werden wieder Arme trainiert. Ich werde diesmal nicht so viel abfilmen. Ich möchte auch nicht immer das Gleiche euch zeigen. Ich werde ein bisschen vloggen und ein bisschen unterwegs filmen, damit ihr von Berlin was seht. Und ja, viel Spaß. Okay, wie gesagt, jetzt fahren wir ins Gym. Es ist immer noch ekelhaft heiß und warm. Affenhitze. Also man hat schon, man schwitzt schon, als ob man schon trainiert hat und Cardio noch gleichzeitig gemacht hat. Ja? Ich wollte kurz erzählen, was über meinen Trainingsbooster. Also heute habe ich mir den selber gemischt. Und zwar habe ich, da ich halt in der Diät bin, das heißt, ich habe ein Defizit von 500 Kalorien am Tag. Und deshalb trinke ich beim Workout 10 Gramm BCAAs. Dann habe ich noch Kreatin reingemacht, 8 Gramm Citrullin für den Pump, Beta-Alanin, 3 Gramm Taurin, okay, rechts, und das war's auch schon. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Flavors dazu gemacht, weil die BCAAs scheiße schmecken, ja, damit ich das Ganze irgendwie runterbekomme. Ja, hört sich zwar viel an, aber das sind halt all diese Inhaltsstoffe, die wirklich laut wissenschaftlichen Studien bewiesen sind, dass sie wirklich wirken. Ja, ich habe schon so viel ausprobiert und ich bleibe erstmal bei dieser Rezeptur. Und wer möchte, kann noch Koffein zusätzlich nehmen. Koffein hat sich auch auf jeden Fall bewährt. Es funktioniert, aber schaut, dass ihr nicht zu viel nimmt. Ja, weil zu viel ist nicht gut und einem wird schwindelig und Magenschmerz und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich würde so empfehlen, 300 bis 400 Milligramm vom Sport ist komplett ausreichend, ja? Okay, das war's erstmal. Oh, this you crazy mother. Endlich angekommen, nach gefüllten 5 Stunden Parkplatzsuche. Endlich Glück. Jetzt bezahlen wir das Parkticket und dann geht's ins Gym. Okay, jetzt zeige ich euch, wie man sich etwas aufwärmt, wenn man keine Möglichkeit hat, auf ein Kardiogerät zu steigen oder sowas ähnliches. Einfach so einen kurzen Kreis aus 3 Übungen. Ja? Ich fange einfach an. Ja, Jemann, kannst du mich dabei bitte filmen? Ja. So. Jo. Gerne. Also wir machen Burpees, also hochspringen, und machen wir gleich einen Liegestütz gleich hintereinander und dann machen wir das 30 Sekunden. Los geht's. Dann machen wir eine halbe Minute Pause, dann gleich nochmal. Du musst immer wieder mal auch erwähnen, wie viel Grad wir es heute haben. Mann, einfach so viel. Ja, ich fühle mich wie ein beschwitztes Schwein. Ja. Und ich wollte eigentlich gar kein Cardio machen, aber bin trotzdem dazu gekommen. Na gut, als zweite Übung machen wir den Backsteiger. Auch halbe Minute. Okay, was ich noch sagen wollte, natürlich macht das Training in der Offseason viel mehr Spaß. Ja, man kann größere Gewichte benutzen, beim Essen achtet man jetzt nicht so extrem drauf, alles zu tracken. Jetzt zählt es aber wirklich, durchzuziehen, ja, und seine Ziele zu erreichen. Ja, natürlich hat man Hunger und man möchte sich was gönnen, aber genau jetzt kommt es an, dass ihr zeigt, dass ihr Disziplin habt, dass ihr das wirklich wollt und das Ergebnis, Mann, es ist auf jeden Fall wert.
Okay, Leute, das Training für heute ist fertig. Es ist ein anderes Training gewesen wie in der Off-Season, weil ich gehe jetzt in der Diät nicht bei jedem Satz bis zum Muskelversagen, ja, weil ich möchte mein zentrales Nervensystem nicht überlasten. Das bedeutet, wenn ich 3 bis 4 Sätze von einer Übung mache, gehe ich nur beim letzten Satz jeder Übung bis zum Muskelversagen. Ja? Und ich nutze auch sowas wie Supersätze und so eine Geschichten überhaupt nicht. Wichtig ist, dass ihr die Form, die ihr jetzt habt, hält und nicht zu viel Kraft verliert. Ja? Aber nicht übertreiben mit Supersätzen etc. etc. Leute, kennt ihr das? Dass man hier so ein Auto ausleihen kann und fahren kann? Wenn jemand damit schon gefahren ist, ja, schreibt in die Kommentare, ob es sich lohnt. So, Training ist fertig zum 50.000. Mal. Ja, jetzt haben wir Hunger. Fahren jetzt zu Subway. Wieso Subway? Weil bei Subway gibt es halt diese Kalorientabellen. Das bedeutet, ich kann alles tracken. Wenn ich jetzt woanders irgendwo essen gehe, wo ich nicht weiß, was ich da vor mir habe, wie viele Fette und so weiter, das ist halt schlecht, dann kann ich es nicht schätzen. Wichtig ist dann in der Diät, ihr könnt auch draußen gehen, solange ihr wisst, was ihr da vor euch habt. Ja? Also bei Subway bin ich mir sicher. Ich kann auch, kleiner Tipp von mir, wenn ihr bei Subway seid in einer Diät, dann wählt auf jeden Fall Vollkornbrot, ja, keine Mayonnaise, sondern so ein Light-Joghurt-Dressing und dann einfach so mageres Fleisch wie Hähnchen. Dann seid ihr gut bedient und Gemüse ist erlaubt. Das war's schon. Oh, die Versuchung ist da, aber man muss stark bleiben. Guck mal, wir haben hier sogar diese Marshmallows Ghostbusters, ja. Für alle, die den Film kennen. Mann. Neuauflage kommt hier, ne? Genau. Mann, was es nicht alles gibt hier. Ja, hier die ganzen bösen Sachen. Na gut, durchhalten. Warte mal, ich habe eine Pizza für dich. Ja, zeig mal. Jo. Hier alles super, super gesund. Egal, scheiß drauf, in 4 Wochen gönne ich mir alles. Was hast du bestellt? Ich habe Chili-Bleib bestellt auf Honey. Oh. Mit Mayonnaise, ne? Okay, so, ich habe mir auf jeden Fall ein Vollkorn-Baguette bestellt mit Chicken, Gemüse und als Mayonnaise, also als Dressing oder wie man das nennt, habe ich mir einfach Joghurt genommen, nicht zu viel. Was hast du, German? Im Prinzip fast dasselbe. Ich habe auch Roast Chicken Breast bestellt. Ganzes Honey Out. Ja, ist auch dunkles Brot. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Okay, super. Also an alle Leute, die unterwegs sind, man kann auch draußen essen. Hauptsache, man weiß, was man vor sich hat. Und später gehe ich noch ins Internet und gucke mir, wie viel Kalorien das Ganze hat. Und wird das einfach ins Tracking mit reinnehmen. So, jetzt kaufen wir uns mal den Cold Brew von Starbucks. Ja? Jetzt bitte kein Hate, ich kaufe sehr selten bei Starbucks, aber den Cold Brew, den muss ich einfach probieren. Ja? So, hier haben wir wieder die bösen Sachen. Ja. Die Verführung ist überall. Und hier diese Schokoladensachen, richtig geil. Cheesecakes, die Smoothies, auch alles Zucker, leider. Okay, soll jetzt keine Werbung für Starbucks sein, aber die schmecken schon besser, wie wenn ich das selber mache. Ja? Wahrscheinlich auch wegen der Sojamilch, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt zu Hause vielleicht mehr Wasser benutzen beim Cold Brew. Auf jeden Fall schmeckt es geil und mit Eis bei diesem Wetter perfekt. Interessanter als. Wie du den Wechsel bekommen hast. Ja, das war schon fast